So, meine lieben Leute, ich heiße euch herzlich willkommen, wie immer, zu meinem Dino Crisis 2 Walkthrough. Und es ist nicht Crisis, so wie das Spiel Crisis mit Y, sondern Crisis, wie die Krise. Ne? Von daher kommt hier jetzt gerade mal ein kleines Video, was ich selber noch nicht kannte. Ja, das war's glaube ich auch schon. Ja, ist gut. So. Mal schauen, wie lange wir heute spielen. Aber ich denke mal so anderthalb Stunden. Und bin immer noch erkältet. So. Ja, ich habe leider nur die englische Version. Es tut mir leid, aber ich denke mal, die Sprache ist hier nicht so wichtig. Also, hier gibt's ein paar Sachen, wichtige Sachen werde ich euch wie immer übersetzen und wenn ich's kann. Und den Rest versteht man, denke ich mal, auch so. Ich bin zwar geskillt, aber ich habe dieses Spiel zur Probe mal auf hart angespielt und nein, lieber nicht. Wir spielen es lieber auf normal. Jetzt kommt für euch das Intro. One year has passed since the third energy incident. Dr. Kirk's research on third energy has been taken over by a government agency, and massive research has begun at a base somewhere in the Midwest. However, in their pursuit of immediate results, they have failed to take the necessary precautions, and once again, an accident has occurred. This time, the entire research base, military institution, and a small town close by have disappeared. In their place, there now lies a jungle from another time. So. Also Zeitreisen, die wir mitgekriegt haben. Was sind wir? I'm about to step through a gate into another time. Or maybe it's another world. I'm being sent in with other members of TRAT. Our mission? To rescue 1300 survivors and collect data on the Third Energy Project. Ew. Jetzt geht es los. Kuckuck. Da wäre ich auch lieber gesprungen. So. So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. There's no response. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Now hold on. What was your name again? Hey!
ivy is wrapped around the door, it won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at SOAR training? Here, I'll show you. Watch this. Yeah. That weapon definitely suits a Trat member. But I prefer to go in this way. See ya, Mr. Barbarian. Hey, the name's Dylan. Call me that when you need some help, okay? Er ist voll am Abschäken, schon mal gesehen? Oder allgemein, die Charaktere hier sind voll am Zittern. Das ist kein Bug. Glaube ich jedenfalls nicht. So. Jetzt kann ich euch ein bisschen was zu dem Spiel erzählen, wenn ich mal meine Stimme finde. So. So, das ist die Karte. Gut. Also, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alles mitgekriegt habt, aber die Geschichte ist eigentlich relativ simpel. Typische amerikanische geheime Dingsbums macht Zeitreiseexperimente und plötzlich blub, eine ganze Militärbasis plus kleine Stadt und alles andere verschwindet, wird in die Vergangenheit transportiert und ja, da sind wir jetzt und wir müssen 1400 Leute retten, also so ist jedenfalls die Mission. Und naja, ihr seht ja, die Grafik ist relativ scheiße. Ich meine, gut, das ist ein saualtes Spiel, was sollt ihr erwarten? Trotzdem macht dieses Spiel hammer viel Spaß, ist im Resident Evil Stil aufgebaut und erinnert auch ziemlich daran. Auch die Musik ist manchmal relativ ähnlich, ist wahrscheinlich vom selben Typen, keine Ahnung. Naja, egal. Wir fangen mal an. So, der hat ein kleines Medipack. Ja, die Heilungs- und Waffenmöglichkeiten sind eigentlich ganz gut, man findet ab und zu was. Aber es gibt auch sogenannte Terminals, solche kleinen Dinger, die überall in den Wänden sind. So eine Computertastatur im Prinzip, und darüber kann man sich dann Sachen kaufen. Und zwar nicht durch Geld, sondern durch Punkte, die man sammelt. Umso mehr Dinosaurier wir abknallen, umso mehr Punkte kriegen wir. Da gibt es dann auch noch Kombos und so, das werdet ihr gleich alles sehen. Ja. Gut, dann wollen wir mal auf in den gefährlichen Dschungel. Dschungelroute. Oder die Nordroute. 1. Und hier kommen auch schon die ersten Freunde. Hallo. So. Bam. 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 Und weiter geht's. Jetzt kriegen wir Kombos. So, eine 5er-Kombo, das geht schon. Wir sammeln natürlich alles ein, was wir hier finden können. Ist auch immer besser so. Besser so! Holy shit. So. Auf schwer hätte ich jetzt schon... treffen ist auch immer so eine Sache, ne? So, ich kann hier ruhig schön Munition verschießen, weil auf normal, beziehungsweise auf leicht... findet man relativ viel. Ah, okay, das hat weh. So, auf schwer hätten wir jetzt die Hälfte unserer Energie verloren. Oh, jetzt hat er uns verwundet. Und wir verlieren dauerhaft Energie. Keine Ahnung, wie das wieder weggeht. Hatte ich noch nie. Vielleicht ist es ja jetzt schon weg. So, wir gehen mal weiter. Wir dürfen uns auch nicht zu lange an den Orten aufhalten. Au! Okay, jetzt wird es langsam kritisch. Wie öffnet man nochmal den Dingsbums? Müssen wir eben schauen. Stops the bleeding, but it will not recover your health. Okay, ah, ja, ja, jetzt check ich's. So, ja, das reicht doch. Das reicht doch. Dicke! Wenn wir eine Blutung haben, dann verlieren wir stetig Energie. Okay. Du auch noch. Oh. Nicht von hinten. So. Okay. Paar Punkte. Ja. Und man kann die Waffen auch aufrüsten, sodass sie mehr
Munition, oh, er lebt noch. Dass sie mehr Munition fassen können, zum Beispiel. Okay. So. Das ist auch ganz praktisch. Der einzige Nachteil an diesem, an dieser Sicht ist, sag ich mal, dass man halt, ne, nicht immer trifft, wenn man schießt, wie ihr gerade gesehen habt. So, jetzt lasse ich den mal hier hinjumpen. Okay. Das hat er automatisch nach oben gezielt, zum Beispiel. Na komm. Oh. Oh, scheiße. Jetzt bluten wir wieder. Alter, wie schnell verlieren wir Energie? Das ist ja übel. Habe ich wirklich auf leicht gestellt? Ich glaube schon. Nein. Moment. Die noch eben. Nix da. Wie öffnet man denn? Achso, mit Y. Mit Y! Recovery Item. Rescue Pack. We can turn. Ja, das ist auch cool. Das, you can return to full life with your health fully restored. Wenn wir abkratzen sollten. Nur die Scheiße ist. Blutung stillen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht hört das irgendwann von alleine auf, aber ich glaube eher nicht. Schönes großes Medipack. Sehr gut. Na komm, geh runter. So, hier ist schon das Ende dieses Bereiches, deswegen sammle ich noch ein paar Punkte. Ah, zwei Kombo reicht. Oh, da ist noch einer. Okay. So, ach so, die Blutung hat aufgehört. Jetzt ist es nicht mehr rot. Okay, also hört auch nach einer Zeit auf. Das ist sehr gut. Kommt eine kleine Katze hin. Hey! Who are you? Are you one of the survivors?